Eigentlich wollte Aues Trainer Pavel Dortchev möglichst wenig verändern gegenüber der Niederlage beim HFC. Aber aufgrund von Verletzungen sind einige Änderungen nötig. Sorge spielt in der Innenverteidigung für den erkrankten Majetschak. Barilla neu hinten rechts, dafür spielt Danov offensiver. Sijaric, der dritte Neue, muss für Spielmacher Stefaniak ran, dessen Nacken verspannt ist. Und vorn stürmt Elias Huth für Jonjic, der sich im Training eine Bänderverletzung zugezogen hat. Pferdstrainer Mitch Kniat, ein echter Teamplayer. Dieser Gartenstuhl hier ist für seinen Co-Trainer. Der Tabellenelfte empfängt den Tabellenzehnten. Das ist Sikora. Der ist noch nicht ganz wach. Jari Otto nach Gelbsperre zurück. Wird jetzt gedoppelt. Aber das juckt ihn nur bedingt. Bleibt am Ball. Otto. Sessa. Sieht Mael Korbos. Geklärt zur Ecke, die nichts einbringt, aber Ferl schon nach wenigen Sekunden voll da. Das ist Bark, kann aufdrehen. Kein Auer stört. Klasse Ball für Zugbenyo gegen Martin Mennel. Der gewinnt und versucht, seine Kollegen erstmal abzukühlen. Aue völlig überdreht. Mennel letzte Woche beim frühen Gegentor gegen Halle. Das sah nicht gut aus. Hier macht er es überragend, klärt per Längsspagat. Aue kommt mit Sijaric. Der bleibt hängen. Und bei Ferl greifen sofort die Automatisten. Grodowski donnert einfach mal los. Lässt sich nicht stoppen. Da ist wieder Zugbenyo. Zugbenyo, zweite Chance. Zugbenyo hatte sich vor 2,5 Jahren bei einem Zweikampf das Genick gebrochen, hat sich nach langer Leidenszeit zurückgekämpft. Einer der auffälligsten Ferler in den letzten Wochen. 17. Minute. Sijaric konnte die Woche nur mit Schmerzmitteln trainieren. Gegen Korbos. Ball ist weg, aber Aue geht sofort ins Gegenpressing. Nazarov hilft. Und schon ist der Ball wieder bei den Auern. Das ist Sam Schreck. Abgefälscht, zumindest mal eine Prise Torgefahr von Aue durch Sam Schreck. 3 Saisontore bislang. Sein Team aber insgesamt mit einer schwachen Vorstellung bis hierhin. Denn Ferl hat alles im Griff, hat Aue irgendwie lahmgelegt. Knost schaltet sich immer wieder mit ein, der Außenverteidiger. Ball. Kommt zu Nicolas Sessa. Nicolas Sessa! Und wieder Mennel. Sessa, 2 Kurz-Zweitligaeinsätze, 1 für Aue. Hier mit der nächsten guten Fellermöglichkeit. Die Stimmung bei den Auer-Fans trotzdem gut. Und das ist Ferls Verteidiger Paetov, der lockt Hut. Und dann zieht er mit Tempo vorbei. Huth riskiert nicht das Foul. Paetov darf einfach marschieren. Da drüben Stöcker. Nazarov legt ab für Nicolas Sessa. 0:1. Aue komplett körperlos. Kommt in keinen Zweikampf. Und Sessa macht das gegen 4 Auer ganz überlegt. Sorge springt noch hoch, ist aber zu klein. Pavel Dortchev. Sie haben sich so viel vorgenommen, aber davon ist überhaupt nichts zu sehen. Weiter Ferl. Die können heute mit einem Sieg den Klassenerhalt quasi perfekt machen. Grodowski, stark. Immer noch Grodowski. Burger kommt wieder nicht in den Zweikampf. Und Mennel, der einzige Auer, der hier gefühlt bislang auf dem Platz ist. Und so ist sein Team mit dem 0:1 noch gut bedient. Was fällt Aue offensiv ein? Sijaric.
als Flanke gedacht und Wiesner, Vers Nummer 2, hatte ein paar Problemchen, mehr aber auch nicht. Halbe Stunde vorbei, Freistoß Ferl. Raffiniert von Knost. Und da ist Bark. Und Männel hat ihn im Nachfassen. Aber der ist wach. Der beschleunigt sofort mit diesem guten Abwurf das Spiel. Nazarov. Sikora. Gut, noch nicht viel zu sehen von ihm. Wieder Nazarov, klasse Verlagerung auf Barilla. Der traut sich jetzt mal nach vorne. Anthony Barilla, na bitte! Erste richtig gute Möglichkeit. Stark herausgespielt. Barilla neben Männel, einer der auffälligsten Akteure in Halbzeit 1. Dieser Mann ist bekannt in Sachsen. Ferls Edel Fentino war beim Gastspiel in Zwickau der einzige Ferler Fan im Stadion. Heute ist er in Gesellschaft. Zweite Halbzeit. Das Ergebnis bislang noch das Beste aus Auer Sicht. Ferl kann sich super leicht durchs Mittelfeld kombinieren. Männel. Auweia, genau zu Nicolas Sessa. 0-2. Es ist eine Ohrfeige. Sessa macht aus Fußball Kunst. Männel will Tugbenio anschießen und so den Abstoß rausholen. Das geht komplett schief. Und Pavel Dotschev, sein 309. Drittligaspiel. So ein Gegentor hat er garantiert noch nicht oft gesehen. Freistoß Ferl und Aue geht jetzt tatsächlich mal auf Balljagd. Und das mit Erfolg. Sikora. Zijaric. Nazarov für Anthony Barilla. Nur noch 1-2. Barilla zuletzt getroffen vor 2,5 Jahren, damals noch für Saarbrücken gegen Ferl. Die Oberschenkelvorlage von Nazarov und der Volltreffer von Anthony Barilla. Pavel Dotschev zuckt mit. Na, geht doch. Gute Phase jetzt von Aue. Sie bleiben dran, Rosenlöcher. Verliert den Ball, aber da kommt die nächste Flanke. Kein Handspiel, geht weiter. Und da ist Sorge. Der Innenverteidiger mit aufgerückt. Bleibt aber weiter ohne Saisontor. Das Ganze aber nur ein kurzes offensives Lebenszeichen. Das ist Knost. Rosenlöcher pennt, lässt sich den Ball abluchsen. Grodowski mischt Aue auf. Grodowski! 11 Gegentore in den letzten 4 Spielen für den FC Erzgebirge. Und auch heute sind sie defensiv wackelig. Männel ganz stark, schließt die Beine rechtzeitig. Sikora. Gute Verlagerung. Barilla. Abgefangen. Das ist Sessa. Ex-Auer. Seinen Vertrag haben sie einst vorzeitig aufgelöst. Der will es heute dem Ex-Verein zeigen. Wieder ist da Joel Grodowski. Grodowski! Ferls Chancenverwertung. Heute eine Chancenverschwendung. Grodowski, früher nannten sie ihn den Kreisliga-Messi. 51 Tore in 27 Spielen für den FSV Borg. Diese Spielzeit bleibt bei 6 Treffern. Gute Stunde vorbei. Nächster Freistoß. Ferl. Männel, bisschen kurz, genau zu Otto. Ferl nach wie vor die bessere Mannschaft, aber Aue versucht sie jetzt hinten zu stellen. Aber Ferl kann sich spielerisch aus der Umklammerung lösen. Männel.
Aber wieder ist ein Ferler da. Meier eingewechselt. Knost schaltet sich ein. Und da ist Eduard Probst. 1:3. Ferl belohnt sich für den Aufwand. Martin Mennel ist die Sicht ein bisschen versperrt und so ist er chancenlos gegen das zweite Saisontor von Eduard Probst. Pavel Dotschev, es ist nicht zu fassen. Schlussphase. Nochmal ein Freistoß für Aue. Erster Pfiff vom Schiedsrichter. Und das war der zweite und es gibt Elfmeter für Aue und Gelb für den Torschützen Probst nach einem Handspiel. Entscheidung von Schiri Fuchs ist korrekt. Eduard Probst reißt den Arm hoch. Es gibt keine Schutzhand im Fußball und so Elfer. Boris Tasci, alle Elfer, alle 10 in seiner Karriere bislang verwandelt. Und der passt! Aue ist völlig unverhofft wieder zurück im Spiel. Ganz souveräner Elfmeter. Danach aber die bittere Nachricht. Baumgart eingewechselt, muss verletzt raus nach diesem Foul von Tobias Knost, der dafür gelb sieht. Nachspielzeit. Nochmal Freistoß Aue. Martin Mennel vorn am Elfmeterpunkt. Aber Ferl kann es klären. Und dann ist Schluss. Kniaz und seine Männer spielen auch in der kommenden Saison in Liga 3. Aue dagegen mit der 4. Niederlage in den letzten 5 Spielen am Boden. Verunsichert, das sieht man schon. Auch so wie wir die ersten Minuten gespielt haben, war eine Verunsicherung, einfache Fehler gemacht, die ganz deutlich dazu sprechen, dass die Mannschaft tatsächlich momentan durch diese Situation, die wir haben, auch durch die Ergebnisse letzte Wochen oder Spiele, dass die Mannschaft bis jetzt natürlich Unterstützung braucht. Wenn man dann hört, dass wir den Willen nicht zeigen auf dem Platz, da möchte ich eine Lanze brechen für jeden einzelnen Mitspieler, dass wir heute bis zur letzten Minute versucht haben, das Spiel nochmal eine andere Wendung zu geben. Ja, und das, obwohl schon Pfiffe und Schmähgesänge von außen kamen. Das Gesicht von Aues Sportdirektor Matthias Heidrich sagt alles über die Stimmung derzeit im Erzgebirge. Die Mannschaft hochgradig verunsichert, aber noch ist das Polster auf die Abstiegsränge beruhigend.